Welcome, Kate. Willkommen, Kate. Or shall I say, Seiru? Seiru, all right. Oder auch Beru. I'm having the honor and the pleasure to introduce you. Ich habe hier die Ehre und die Freude, drei Leute vorzustellen. Doing a PhD concerning environmental Sie ist eine Doktorandin, die Umgebungswissenschaften studiert an der Uni Heidelberg. I noticed here that for some people climate change seems to be just news that's passing by. For some others it's a little bit more fake news. Someone this morning called it even. Also jemand heute Morgen hat es sogar erstmal. Er hat es den guten alten Klimawandel genannt. Also wir sollten uns deutlich bewusst werden, was für Lösungen wir finden können, sonst werden wir böse enden. Ja, einen willkommenen Applaus für Kate. Hello everyone, is this working? Hello? Hello? Hallo. Can you hear me? Könnt ihr mich hören? Oh, fantastisch. Ich bin das an mich gewöhnt. Ja, fantastisch. Willkommen zum Talk über Klimawandel. Warum bin ich eigentlich hier? Ja, letztes Jahr war ich auf dem Kongress und ich habe mit ein paar Freunden über Klimawandel gesprochen und die hatten viele Fragen, viele einfache Fragen eigentlich sogar und auch offene Probleme. Und das war ich nicht gewöhnt, weil in meinen Umfeldern jeder weiß davon, wir arbeiten alle damit und ich war mir nicht bewusst, dass es so viel Bedarf für Informationen gibt. Also dachte ich mir, gut, dann mache ich einen Vortrag und offensichtlich war es ziemlich bekannt und deshalb bin ich jetzt hier und ich werde euch die Grundlagen vom Klimawandel erklären und ich werde euch dazu einladen, euch auch mit dem Thema Klimawandel näher auseinanderzusetzen. Was sind eigentlich die Basics? Wir haben ja zwei Körper im Universum, die Sonne und dann einen Planeten, einen Felsen und die haben eigentlich keinen Weg miteinander zu interagieren, außer durch elektromagnetische Strahlung. Also ihr könnt hier sehen, da ist viel, viel Abstand zwischen den beiden und die einzige Interaktion, die möglich ist, ist Licht. Was ist eigentlich Licht? Ja, wie ihr wisst, kann man Licht in seine Komponenten zerlegen. Man kann zum Beispiel einen Regenbogen sehen, wenn man sichtbares Licht dafür verwendet, wie man hier bei dem Prisma sehen kann. Und wenn man das mit dem Sonnenlicht macht, dann sehen wir, dass es einen großen Maximum im sichtbaren Bereich gibt, also genauer gesagt im grünen Bereich, und das ist kein Zufall. Aber da ist auch ein riesiger Teil des Lichts, den wir nicht sehen können, auf der rechten Seite dieser lange Schwanz. Das ist Infrarotlicht, was man als Wärme wahrnehmen kann. Und auf der linken Seite gibt es ultraviolettes Licht. Das ist gefährlich für die Haut. Und das ist das, was oben am Universum anfängt. Unten ist die Wellenlänge, also ein Parameter, der die Energie des Lichtes repräsentiert. Und wir werden das häufiger sehen während des Vortrags. Und auf der linken Seite haben wir die Intensität des Lichtes, also hohe Werte bedeuten viel Licht und niedrige Werte bedeuten wenig Licht. Und das ist ein Spektrum, was auf der ISS gemacht wurde, wo sie dieses Spektrum seit 9 Jahren durchgehend beobachten und die Veränderungen beobachten wollen. Es ist ein wirklich wichtiger Bereich der Wissenschaft, zu sehen, wie sich das verändert. Wenn man schon mal sich mit Physik beschäftigt hat vorher, hat man diese Form vielleicht vorher schon mal gesehen. Diese Form. Das ist, das Planck-Gesetz. Planck hat dieses Gesetz 1900 entdeckt und bedeutet das Verhältnis der Temperatur eines Körpers und die Energie, die da rauskommt. Also die Energie, die Wärme, die man fühlen kann, wenn man es anfängt. Man kann alles, man kann immer, wenn man, egal was man anfängt, kann man ein bisschen Wärme ausführen. Wenn man etwas in den Ofen tut, dann kommt natürlich noch mehr Wärme daraus. Das ist die Formel unten rechts, lasst euch davon nicht verunsichern. Gleichzeitig, wenn man die Ableitung davon nimmt, um zu sehen, wo das Maximum ist, das ist einfach das Inverse der Temperatur.
Und wie man hier sehen kann, da ist ein Körper, der sehr, sehr heiß ist, ein 2000 Kelvin Körper, ein anderer, der nur 1500 warm ist und einer, der 1000 Kelvin warm ist. Und man kann sehen, dass es weniger wird, aber das Maximum ist gleich. Lass uns doch mal die Temperaturen der Sonne und der Erde angucken. Ich habe es in Python gemacht und ich habe mich ein bisschen vertippt, aber es sollte ausreichend gut sein. Man kann hier sehen, dass man nicht sehen kann. Lass uns das mal ein bisschen vergrößern, dass also mit einer Größenordnung, einer siebenfachen Größenordnung kleiner, sieht man die Skala auf der rechten Seite. Da ist ein riesiger Unterschied in der Intensität zwischen den beiden Körpern. Aber was wirklich interessant ist, ist dieser Teil da unten. Also fast keine Überlappung der beiden Spektren. Also die Wellenlänge der Sonne, die von der Sonne kommt, und die Wellenlänge, die von der Erde kommt, sind sehr, sehr verschieden in der Energie. Warum ist das interessant? Ja, wir können jetzt berechnen die Temperatur, die Erde haben würde, wenn es so einfach wäre. Es gibt noch einen weiteren Parameter, den wir mit einbeziehen würde, nämlich das Planck-Spektrum. Das beschreibt die Sonne ziemlich gut, aber die Erde, naja, nicht so gut. Und der Grund dafür ist, dass die Erde aus Licht auch noch reflektiert. Und das Verhältnis zwischen dem eingehenden und dem ausgehenden Licht nennt man Albedo. Links kann man ein Objekt sehen, was ein niedriges Albedo hat, und rechts ein Objekt, was ein großes Albedo hat. Und man sieht, dass das eine das ganze Licht absorbiert und das andere das ganze Licht reflektiert. Also man kann sich vorstellen, dass die Person, die den niedrigen Albedo-Wert hat, sehr, sehr warm wird mit der Zeit und auch Wärme wieder abstrahlt. Und man kann sich vorstellen, dass die Wellenlänge, die reflektieren oder abstrahlen, wenn diese Person keine eigene Energie hätte, natürlich anders ist. Also kann man sich vorstellen, dass die Erde ungefähr ein Albedo von 0,3 hat, also 30% der Wärme, der Strahlung, die von der Sonne kommt, wird sofort wieder reflektiert. Und ich habe unten rechts einen grünen Punkt hingemacht. Und ich mache diese grünen Punkte immer dahin, wo wir die Möglichkeit haben, Parameter zu ändern im System. Also wenn ihr diesen grünen Punkt seht, dann denkt mal drüber nach, welche Parameter ihr ändern könnt in diesem System. Hier ist eine Möglichkeit dazu. Sache, die eine hohe Reflektivität auf der Erde hat, ist Schnee. Schnee reflektiert fast 90% des Lichts, und der Ozean ist etwas, was sehr dunkel ist. Er reflektiert nur ungefähr 10% des Lichts. Also man kann sich vorstellen, dass wenn das Eis auf dem Ozean wenn es schmilzt und offene See entsteht, dann verändert sich dieser Wert. Gleichzeitig könnte man natürlich auch die Erde weiß anmalen, dann würde sich der Wert auch verändern. Also wenn wir das mit in unsere Rechnung mit einbeziehen, wir bekommen eine Temperatur von minus 15 Grad auf der Erde, und das ist offensichtlich nicht warm, nicht wahr. Und der Grund dafür ist, dass wir eine Atmosphäre haben. Was tut die Atmosphäre eigentlich? Ja, es interagiert mit Licht, und es gibt hier auch ein Gesetz dafür, das Lambert-Beerler-Gesetz. Sie haben das zu verschiedenen Zeiten herausgefunden. 1729 und 1852, und es beschreibt, wie Licht absorbiert ist, wenn man ein Gas hat oder in einem Körper. Das ist die Formel dazu. Es ist eine ziemlich einfache Formel. Also es ist eine exponentielle Abnahme im Licht, abhängig davon vom Abstand, den das Licht nimmt, L, die Dichte des Gases, also wie viele Moleküle vom Gas da sind, das ist das Rho. Und es gibt ein Parameter namens Sigma, das ist der Absorptionskoeffizient, und der ist abhängig von dem jeweiligen Gas. Und der ist konstant, also er verändert sich ein bisschen abhängig vom Druck und abhängig von der Temperatur, aber nur ein kleines bisschen. Und man misst das in Lab. Und das ist ein sehr, sehr gut erforschtes Gesetz. Man kann sich das auch selber erforschen, zu Hause im Labor oder in irgendeinem Hackerspace. Ist ziemlich einfach. Was sind die Konsequenzen davon? Ich habe euch ein Bild mitgebracht mit verschiedenen Diesel,
also mit verschiedenen Treibstoffen, und man kann verschiedene Konzentrationen sehen. Also fast gar keine Konzentration auf der linken Seite zu einer sehr hohen Konzentration auf der rechten Seite. Und man kann sehen, dass es immer dunkler wird. Und ich habe auch den Absorptionskoeffizienten unten links hingemacht und habe die Wellenlängen mit Farben markiert. Wie man sehen kann, gibt es eine große Absorption in der blauen im blauen Wellenlängenbereich, aber sehr wenig Absorption im roten Wellenlängenbereich. Ja, und diese Bilder haben natürlich dadurch einen direkten Bezug zueinander. Wenn man anhand des Graphen hätte raten müssen, welche Farbe das Gas hat, würde man natürlich sofort sagen, dass es rot ist, weil das Rot durchgelassen wird und nicht absorbiert. Also wir haben diesen Effekt in der Atmosphäre, wir haben Gas, was das Infrarot absorbiert, aber nicht das sichtbare Licht. Lass uns jetzt nochmal unsere Berechnung neu machen. Jetzt haben wir unsere Atmosphäre. Da 100% von Licht kommt von der Sonne, von oben. Das trifft unten auf den Boden. 30% ist sofort reflektiert. Und 47% werden vom Boden absorbiert. Ja, der Boden wärmt sich auf. Man kann das fühlen, wenn man seine Hand auf einen Stein legt, der gerade in der Sonne ist. Ja, und der Rest, der geht wieder raus in die Atmosphäre. Ja. Was macht denn das Gas eigentlich dabei? Wie man sehen kann, ungefähr 12% können die Atmosphäre verlassen vom Infrarotlicht, also vom infraroten Licht, die das Licht mit langen Wellenlängen. Aber es wird durchgelassen, aber das meiste davon kann nicht durchgehen. Es wird sofort von der Atmosphäre aufgenommen. Also die unterste Schicht der Erde heizt sich auf. Es wird auch sehr warm. Also fängt es auch wieder an, Sachen abzustrahlen. Je nachdem, welche Temperatur es ist, wird es natürlich verschiedene Wellenlängen abstrahlen, aber es wird abstrahlen. Und auch verschiedene Intensitäten, aber es wird immer noch im Absorptionsbereich. Also wird auch wieder, dass diese Strahlung absorbiert. Dieser Effekt verbreitet sich natürlich auch in den anderen Ebenen der Atmosphäre. Also auch da wird wieder ein Teil des Lichts, der von unten kommt, absorbiert. Dann wird diese Schicht der Atmosphäre sich wieder aufheizen und wieder weiter abstrahlen in alle Richtungen. Also ein Teil wird wieder zurückgehen und ein Teil nach oben. Und am Ende, im Endeffekt, kommt man einen Durchschnittsstrahlungsanteil von 97% des Sonnenlichts, der wieder zurückkommt. Also das meiste von dem Licht, was eigentlich in die Atmosphäre hinausgehen sollte, kommt wieder zurück auf die Erde. Und wenn man darauf jetzt die Berechnung durchführt, sieht man, dass 144% des Lichtes werden abgestrahlt. Also die Temperatur, die man auf der Erde bekommt, ist dadurch viel, viel höher, als wenn es keine Atmosphäre geben würde. Man bekommt ungefähr 15 Grad Celsius, und das ist auch echter, also auch ziemlich eine ziemlich reale Temperatur. Wir nennen das den natürlichen Treibhauseffekt, und der ist halt wirklich gut für das Leben auf der Erde, weil er uns schützt. Ich kann euch zeigen, ich kann euch das gleiche in Spektren zeigen. Das obere Spektrum zeigt die Schwarzkörperstrahlung vom Boden. Also es ist ziemlich gleichmäßig. Man könnte auch da jetzt die Berechnung dafür ausführen, man würde denselben Graphen bekommen. In dem nächsten Teil bekommt man die Rückabstrahlung, also die Strahlung, die wieder zurückreflektiert wird. Also das Gas absorbiert in den Teilen, die hier hochgestellt sind, und heizt sich auf und strahlt wieder ab. Das kommt wieder zurück aus der Atmosphäre. Das kann man sehen, wenn man das Licht misst, was wieder zurückkommt. Und gleichzeitig... Die Differenz zwischen diesen beiden Graphen ist der untere Teil. Da gibt es einen Bereich, wo das Licht ungehindert ausgehen kann, und Bereiche, wo fast oder überhaupt nichts vom Licht wieder zurückgehen kann. Der Plot hat außerdem im Plot sind außerdem die Treibhausgase markiert. Also ein großer Teil wird vom Wasser ausgemacht, H2O, Ozon, also macht auch eine große Rolle, und CO2 spielt auch eben eine riesige Rolle. Also die Frage ist, was passiert, wenn wir die Konzentration von diesen Gasen jetzt hier verändern? Was in der Tat passiert ist, dass dieser Teil um das CO2 herum wird breiter, und der Teil der ausgehende Teil wird schmaler. Also die ausgehende Strahlung wird immer weniger.
Also der Boden heizt sich immer weiter auf. Natürlich ist es noch ein bisschen komplizierter als das. Wenn man jetzt noch die Berechnung genauer durchführen würde, ist es natürlich noch mit weiteren Veränderungen verbunden. Aber das sind die Grundlagen. Im momentanen Bereich haben wir 0,8% pro Quadratmeter der Energie, die wieder ausgeht. Hier ist noch ein etwas fortgeschritteneres Konzept, was ich kurz zeigen möchte. Es ist ebenfalls zu der Schwarzkörpertemperatur verbunden. Es erzählt aber gleichzeitig noch von den verschiedenen Ebenen der Erde. Man kann sehen, dass in diesem Window, also in dem Fenster, kann man den Grund, also den Boden sehen. Der hat ungefähr eine 15 Grad Celsius an Temperatur. Aber die Strahlung, die man vom Weltraum aus messen kann, kann man die Photonen, die sehen, die vom Grund kommen. Und gleichzeitig in den Bereichen der Wasserabsorption kann man sehen, dass es ungefähr bei minus 10 Grad liegt. Dieses Licht kommt aus einem Bereich, wo die Luft minus 10 Grad ist, also schon in der Stratosphäre. Ja, vielleicht sogar weit oben. Was auch immer. Gleichzeitig kann man sehen, dass das Ozon bei minus 10 Grad kommt. Das ist das oder obere Teil der Stratosphäre, also das obere der Ozonschicht. Und wir haben CO2, das kommt von einer Ebene von minus 55 Grad. Also man kann sehen, von welcher Höhe das Licht jeweils kommt und in welcher Ebene die Luft transparent ist oder durchlässig für diese Wellenlängenbereiche. Tut mir leid, wenn es ein bisschen kompliziert ist. Ihr könnt natürlich später Fragen stellen dazu. Lasst uns weitermachen mit der Zunahme von Gas in der Atmosphäre. Das ist ein aktueller Plot. Ich habe es von der Manuela Observation Internetseite heruntergeladen. Man kann sehen, dass sie fortlaufende Mitschriften haben seit 1960 und der aktuelle Stand im September war 440 Teile pro Million, also ppm. Und das ist auch natürlich oszillierend, also es schwankt um den Kurve herum, weil es natürlich auch Sommer und Winter gibt und Pflanzen, die im Sommer mehr schwitzen und Wasser abgeben. Okay, also was machen wir damit? Wir können eine ganz einfache Rechnung damit durchführen. Ihr wisst jetzt alles, was man braucht, um ein ganz einfaches Klimamodell durchlaufen zu lassen. Wenn man das Kohlendioxid um Faktor 2 erhöht, kriegt man eine Erhöhung von 1,2 Celsius. Wenn wir die Erhöhung ansehen, die in der Vergangenheit war, dann sieht man da eine Nichtübereinstimmung. Es gibt da, weil es eine Menge Feedback-Mechanismen gibt. Die Energie kann Eis schmelzen, kann mehr Wolken erzeugen. Mehr Wasser kann verdampft werden. Mehr Wolken können generiert werden, das Albedo wird verändert, es ändert die ausgehende Energie, die abgestrahlte Energie, den abgestrahlten Energielevel und der Temperaturgradient wird geändert. Das gibt eine Menge Rückkopplungsmechanismen. Wir kommen zu einem Resultat von etwa 1,5 bis 4,5 Grad Celsius davon, aber da ist ein Fehlerbereich drin, über den wir später reden werden. Wir sprechen da von Klimasensitivität und das ist, wie das Klima sich auf die CO2-Veränderung einstellen. Es gibt jetzt hier zu viel eingehende Energie, weil die Sonne uns Energie gegeben hat, die nicht mehr zurückgegeben wird, weil es jetzt eine Sperre gibt. Es gibt jetzt also eine Plus von 0,8 Watt pro Quadratmeter, aber das gibt noch keine Erwärmung, die zu dieser Arbeitseinstrahlung korrespondiert. Bis jetzt habe ich über grundsätzliche physikalische Gesetze gesprochen, die man einfach im Labor messen kann. Und Physikstudenten machen das jedes Jahr und haben noch keinen Fehler gefunden. Jetzt rede ich aber über Messungen, die mit diesem Resultat übereinstimmen, dass wir einen Energieüberschuss haben. Also, wo geht die Energie hin?
bis jetzt geht's, scheint es in den Ozean zu gehen. 93% etwa dieser Energie gehen bis jetzt in den Ozean. Und dieser Plot zeigt ein paar Datensätze, die alle die gleiche Schlussfolgerung haben. Die obere Schicht des Ozeans, das ist das obere Schaubild, erwärmt sich. Das Tiefenwasser im Ozean erwärmt sich auch. Das ist das niedrigere Schaubild. Das ist, wo die Energie bis jetzt hingeht. Hier ist ein anderer Platz, wo die Energie hingeht. Dieses Schaubild zeigt das Ausmaß des Eises in der Arktik. Oben ist eine jährliche Änderung des Eises. Und unten wird es in verschiedene Monate aufgelöst. Also verschiedene Datensätze haben verschiedene Farben, aber die Eisbedingung geht runter. Das ist ein anderer Energiesenke. Und wenn wir das zusammennehmen, dann gibt es die Wärmeausdehnung von Wasser. Und dann gibt es die Zunahme an Wasser, die durch Eisschmelze generiert wird, und zusammen passen die ganz gut zu der Kurve, die den Meeresspiegelanstieg zeigt. Das folgt aus ganz einfachen Physik. Das ist, wo die Energie abbleibt. Wenn das noch nicht überzeugend ist, gibt es hier noch mehr Schaubilder, die werde ich nicht im Detail diskutieren werde. Es gibt ein paar Schaubilder, die Lufttemperatur zeigen, und es gibt ein paar Schaubilder, die Meerestemperatur zeigen, und die Meereseisbedeckung. Und Schnee und Eis ändern sich auch, und das stimmt alles überein. Wir haben zwei Datensätze, minimal und bis zu 7 Datensätze, und die stimmen alle überein. Die Daten sind also da. Was wissen wir so bis jetzt? Die grundsätzliche Physik sagt uns, dass eine Zunahme in irgendeinem von den Treibhausgasen zu einer Temperaturzunahme führt. Es gibt Rückkopplungsmechanismen, die wir nicht genau kennen, weil es da einen Fehlerbereich gibt in der Klimasensitivität. Und wir wissen, dass die Daten eine Energiezunahme im System, eine Zunahme der Energieaufnahme im System zeigen. Wo kommen wir von hierher aus hin? Wir müssen Modelle aufstellen und laufen lassen. Wir benutzen dafür grundsätzliche physikalische Gesetze. Wir parametrisieren die Erde und wir versuchen, die Antwort des Systems zu berechnen. Ich rede nur über ganz grundsätzliche Dinge, und es gibt mehr Einflussfaktoren. Hauptsächliche Komponenten sind Aerosole, die Wärme abschicken. Das sind Wolkenbedingungen. Das ist Wolken und die Ozonchemie. Es ist Ozon, die Ozonchemie. Ozon ist ein Klimagas, das Klima auch leicht abschirmen kann. Und die Emission von Treibhausgasen und Aerosolen, die in der Zukunft auch noch nicht bekannt sind. Es gibt noch mehr, und das ist ein komplexes System. Wir versuchen, das zu modellieren, aber manche Sachen sind noch unbekannt. Manche Sachen kann man vielleicht gar nicht wissen, weil es sich hier um ein chaotisches System handelt. Es ist aber auf jeden Fall klar, dass wir diesen Energieüberschuss haben, und dieser Energieüberschuss muss irgendwo hingehen. Es wird also Konsequenzen, physikalische Konsequenzen davon geben. Und physikalische Konsequenzen bedeuten auch, dass Menschen betroffen werden. Und mein Kollege wird jetzt, wo ist er denn? Wird euch mehr über das erzählen. Also falls ihr irgendwelche Fragen über das Klimasystem habt und über die grundsätzliche Physik, dann kommt einfach zu mir und redet mit mir, oder guckt den IPCC-Bericht an. Der hat eine Menge Schaubilder, und du kannst alles erfahren von den Daten, was du wissen willst. Vielen Dank. Okay. Ja. Wie Katja gesagt hat, wissen wir ziemlich viel über den Treibhauseffekt an sich. Und mit ziemlich guter Sicherheit können wir außerdem die Temperatur schon vorhersagen, die Durchschnittstemperatur für die kommenden Dekaden. Natürlich hängt das davon ab, wie,
wie viel Treibhausgas wir weiterhin ausstoßen. Wenn wir weiterhin so machen, wie wir jetzt Treibhausgase ausstoßen, werden wir vermutlich bei 4 zusätzlichen Grad Celsius auf enden in 2100. Wenn wir wirklich das schaffen würden, mit wirklich den Großteil unserer Emissionen aufzuhören, dann würden wir vielleicht sogar mit 2 Grad nach unten sinken. Ja, eins der bekanntesten Auswirkungen des Klimawandels ist der Anstieg der Meeresspiegel. Wie Katja gesagt hat, ist es gar nicht so einfach, aber es ist zumindest einfach zu verstehen. Ja, wenn Ozeane sich aufwärmen, dann dehnen die sich aus. Das ist ein Beitrag zum Anstieg der Meeresspiegel. Und natürlich schmilzt der Schnee und das Eis, wenn die Temperatur ansteigt. Und besonders natürlich in den Gletschern, in Grönland und in der Antarktis. Und dann wird es natürlich auch noch mehr Wasser. Ja. Also anhand der Temperatur können wir auch ziemlich gut vorhersagen, wie sich die Meeresspiegel durchschnittlich verhalten werden in den kommenden Dekaden bis zum Ende des Jahrhunderts. Und wir werden wahrscheinlich mit bis zu einem Meter durchschnittlichem Anstieg des Meeresspiegels aufhören. Vielleicht ein bisschen weniger, aber darauf wird es hinauslaufen. Und das Schmilzen der Eise ist natürlich wirklich, wirklich langsam. Also natürlich nach 2100, nachdem wir diese Treibhausgase ausgestoßen haben, vielleicht die Menschheit schon aufgehört hat zu existieren, wird es immer noch weitere Meter am Anstieg am Meeresspiegel geben, einfach weil das Eis weiterhin schmilzt und erst langsam auf diese Veränderung reagiert. Okay, ja, Anstieg der Meeresspiegel, ja, betrifft natürlich Küstengebiete und Inseln, aber was macht denn die Wärme an sich mit der Wirtschaft und der Umwelt? Wie reagiert die Umwelt auf die Temperatur an sich? Das ist natürlich eine schwierige Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, aber wir können natürlich mit einfachen Beobachtungen anfangen. Das ist von einer relativ aktuellen Studie von Wissenschaftlern aus Kalifornien, die die Veränderung des Durchschnittseinkommens einer Person in einem Land angeguckt haben in den letzten 50 Dekaden und versucht haben, eine Verbindung zu bekommen mit der Durchschnittstemperatur in diesem Jahr. Also verschiedene Variablen, die die Länder haben, ob die arm sind, ob sie arm sind, ob sie reich sind. Aber sie haben diese Art, diese U-geformte Beziehung zwischen den beiden Größen gefunden. Also wir wissen, dass die Durchschnittstemperatur das Einkommen pro Einwohner direkt beeinflusst. Lass uns das noch mal ein bisschen extrapolieren. Wenn wir das extrapolieren, dann finden wir das heraus, dass Regionen, die bereits sehr warm sind, also überhalb der Kurve, weiter hinunterrutschen, wenn weitere Wärmung entsteht, während die kalten Länder weiter davon profitieren, weil sie weiter nach oben gehen, weiter wärmer werden. Es ist ein ziemlich einfaches wirtschaftliches Modell. Also es hält wirklich nur dafür da, welchen direkten Einfluss die Temperatur auf die Wirtschaft hat. Aber für wie viele Effekte es wirklich geben wird, wissen wir noch gar nicht. Eine weitere Größenordnung, die wirklich viel diskutiert wird in der Klimawirtschaftsforschung, ist die Social Cost of Carbon, also die Sozialkosten von Kohlendioxid oder von Kohlenstoff. Wir wissen, dass wenn wir eine weitere Tonne an CO2 oder Treibhausgasen ausstoßen. Was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen? Also, wenn man darüber nachdenkt, wenn man über eine einfache Verbindung zwischen dem Klima und der Wirtschaft darüber nachdenkt, kann man sehen, dass die Wirtschaft was produziert, das führt zu Emissionen. Die Emissionen führen im Klimasystem, in der Klima zu einer Temperaturwandel und wie man jetzt an der Beziehung, die man gerade schon gesehen hat, erkennen kann, führt jede Temperaturänderung zu einem Schaden, also auch eben einen Schaden in der Wirtschaft. Abhängig davon, wie hoch die zusätzliche Temperatur ist, natürlich auch zusätzliche Schäden auf die Wirtschaft auswirkt. Und wir können das als Modell berechnen und dann fragen wir uns, ja, was wäre denn, wenn wir jetzt einfach eine Tonne CO2 hinzufügen? Wie viele Schäden werden daraus entstehen entlang des Weges?
Wenn man das in einer Formel, betrachten würde, würde es so aussehen. Also wenn wir einen bestimmten Wert an, eine bestimmte Menge an Kohlenstoff ausstoßen, hier an der, Stelle T0, dann reagiert die Temperatur. Das ist also quasi die Beziehung, die aus dem Klimamodell entstanden ist. Diese Temperaturveränderung führt natürlich dann dazu, dass es eine Veränderung in der Wirtschaftsschäden entsteht, und das ist diese Schadenfunktion. Und ja, wir summieren das einfach jetzt auf, aber was in der Wirtschaft passiert, und was wirklich verbreitet ist in der Wirtschaft, ist, das einfach zu ignorieren. Also wenn ich dir 10 Euro gebe im Jahr, ja, dann wirst du das wahrscheinlich annehmen, wirst du wahrscheinlich lieber wollen, dass ich dir 10 Euro morgen gebe. Also du bewertest die 10 Euro, die du morgen bekommen kannst, mehr als die 10 Euro, die du in einem Jahr bekommen kannst. Also der Vergleich der Zukunft im Vergleich zu jetzt wird mit dieser Wirtschaftsrate verglichen. Ja, wie sieht es aus, wenn wir dieses Modell einfach mal durchlaufen lassen? Abhängig vom Jahr und den Emissionen soweit, bekommen wir einen Schadensfaktor heraus. Das ist dieses bekannte DICE-Modell. Und wir versuchen das momentan mehr zugänglicher zu machen für Leute, die Python programmieren können, um da ein bisschen mit rumzuspielen. Wir können mit dieser Social Discount Rate anfangen, die normalerweise mit 1,5% angenommen wird in diesem Modell. Also das bedeutet, wir können die Zukunft erstmal so ein bisschen ausgrauen für die symbolische darstellen. Wir interessieren uns erstmal für die näheren Schäden als die Schädenwerte der Zukunft. Aber wenn man die Social Discount Rate erhöht, dann wird sich das Ausgrauen wirklich, wirklich weiter verfrühen. Also je höher die Social Discount Rate wird, desto mehr interessieren uns die Schäden in der nahen Zukunft als in der fernen Zukunft. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass diese Modelle wirklich sehr, sehr, sehr sensitiv, also sehr empfindlich sind für diese Social Discount Rate. Wenn man sich die Schäden entlang des Weges nicht so wichtig nimmt wie die Schäden morgen, werden wir natürlich weniger Schäden allgemein haben, und wir werden uns wahrscheinlich auch allgemein weniger Sorgen machen über den gesamten Schaden von Kohlenstoff. Also wenn wir mit 1,5% Social Discount Rate bleiben, dann starten wir mit $20 Schaden jetzt und ungefähr $100 im Jahr 2100. Der Grund ist, dass die US-Regierung tatsächlich diese Zahlen benutzt. Also sie haben ein Gesetz veröffentlicht, dass alle öffentlichen Behörden eine Kosten-Nutzen-Analyse nach diesem Modell berechnen sollen. Also es ist eine wirklich, wirklich politische Darstellung in dieser Weise. Dass der Diskontsatz ja ungefähr 3%, und wir haben dann viele, viele Modelle entwickelt und sind dann auf ungefähr $45 pro Tonne hinausgekommen. Die Trump-Emissionen hat ein etwas anderes Ziel und nimmt einfach die Diskontrate bei 7% an und guckt sich nur das an, was vor Ort passiert. Also kommen sie nur auf ein paar Dollar pro Tonne. Diese Diskussion kommt immer noch weiter, und es ist im Prinzip eine ethische Frage. Einfach die Frage, wie wichtig ist es uns, dass zukünftige Generationen nicht so viel mit Schäden zu tun haben, im Vergleich dazu, wie viel wir aktuell mit Schäden zu tun haben. Also einfach ein sehr, sehr simples Wirtschaftsmodell. Und es verneint ziemlich viele andere wichtige Einflussfaktoren. Extreme andere Ereignisse sind schwierig zu modellieren im Vergleich zu Temperaturerhöhungen, zu durchschnittlichen Temperaturerhöhungen. Die Diskussion für Turikane ist immer noch in der Diskussion, ob die öfters passieren. Aber wegen der Klimaänderung haben wir mehr Energie im ganzen System, deswegen werden wir mehr Energie in den Hurrikan bekommen.
insbesondere weil die von der Hitze des verdampften Wassers betrieben werden. Und die brauchen eine bestimmte Temperatur, um auf der Wasseroberfläche zu existieren. Also wenn der Ozean warm ist, dann kann so ein Hurrikan sogar eine größere Fläche überstreichen. Als Anekdote für die letzten Hurrikansession, ist der Hurrikan Ophelia also einfach hat die Skala überschritten. Ihr habt vielleicht auch über andere Auswirkungen gehört, wie Überschwemmungen und Trockenheit und Dürren. Die grundsätzliche Physik sagt uns, dass wenn sich Luft aufwärmt, dann kann sie mehr Feuchtigkeit enthalten und feuchte Regionen werden noch feuchter. Andererseits werden heiße und trockene Regionen auch noch trockener, wenn sie sich aufwärmen. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Indirekte Effekte auf die Gesellschaft sind Flucht und Vertreibung. Zum Beispiel 2015 haben Wetterauswirkungen 15 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Das bedeutet, dass die entweder zu ihren Nachbarn sich bewegen müssen oder sie müssen zum nächsten Dorf gehen oder zum nächsten über die Grenze migrieren. Und diese Einflüsse und Klimaänderungen würden die Gesellschaften auf der Erde unter zusätzlichen Druck setzen. Gesellschaften, die schon anfällig sind zu Völkerkonflikten oder nicht so besonders politisch stabil sind, werden wahrscheinlich mehr Konflikt erleben. Aber wenn man diesen Zusammenhang diskutiert, der wird immer noch diskutiert, aber der Druck auf die Gesellschaften wird sich erhöhen. Wir können sagen, aber warum interessiert uns das in Deutschland? Weil wir mit Überschwemmungen zurechtkommen, weil wir reich sind im Vergleich zum Rest der Welt. Nun, die Welt ist halt immer mehr verbunden miteinander. Es gibt Lieferwege von Firmen, die international sind. Unsere Handelsbeziehungen werden immer stärker. Und wenn da etwas in Bangladesch passiert, dann werden wir wahrscheinlich die Auswirkungen in der Zukunft mitbekommen. Das kann zu Preisänderungen oder zu Lieferausfällen führen. Not. Is red now? Okay, you can hear me. Great. Ja, könnt ihr mich hören? Großartig. Okay, also, als nächstes lass uns doch mal die globalen Emissionen angucken. Also das sind die globalen Treibhausgase im Vergleich zur Zeit und die rote Linie. Und man kann offensichtlich sehen, dass die Treibhausgase ziemlich, ziemlich eindeutig gestiegen sind über den letzten Dekaden. Und man kann auch den Anteil sehen, der von Pflanzen verursacht wird, die da die einen Teil zu beitragen. Und es gibt einen Abfall und jedes Land bestimmt individuell, was es tun möchte. Und dieser Bereich ist ziemlich groß, weil jedes Land macht seine eigenen Pflanzen und Pläne und einige Länder sind abhängig vom Wirtschaftswachstum. Andere Länder geben vielleicht nur Ziele hinaus, die sehr, sehr kurzsichtig sind. Und dann gibt es auch eben andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, die es nicht schaffen, ihre Ziele zu erreichen. Also Deutschland ist zum Beispiel ziemlich, ziemlich schlecht auf dem Weg zu dem 2020er-Ziel. Also es wäre erforderlich, also dieser Bereich, der erforderlich wäre, um unter 2 Grad zu stehen. Man kann den in grün oder violett sehen. Davon sind wir ziemlich weit entfernt. Also was sollten wir machen? Ja, vielleicht sollten wir anfangen, das Klima zu hacken. Also wenn wir das nicht schaffen,
die Emissionen genug zurückzuschrauben, vielleicht irgendwie mit Bioengineering was arbeiten. Und das ist ein Thema, was vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr verbreitet war. Viele, viele Artikel im New Yorker, im Economist oder auch im Spiegel. Und natürlich auch die Nichtregierungsorganisationen haben Warnungen rausgegeben. Und natürlich auch viele, viele Wissenschaftler, die Studien herausgeben über dieses Thema. Also warum ist es wichtig, darüber zu sprechen und über dieses Geo-Engineering, also dieses Geo-Forschung zu sprechen? Also wahrscheinlich alle Szenarien, die benutzt werden, um unsere Chancen zu berechnen. Also hier ist ein stilisiertes Szenario, das die rote Linie ist der Weg der Emissionen und das braune, die braune Area, Bereich zeigt die Emissionen von CO2 und andere Treibhausgase. Und unter der Nulllinie sieht man die Emissionen, die entfernt werden, also die quasi negativ sind. Und die negativen Emissionen sind natürlich könnten dann vielleicht größer sein als das, was wir ausstoßen, sodass wir dann vielleicht es schaffen, die Treibhausgase in der Atmosphäre wieder zurückzuholen. Also was können wir dagegen tun? Ja, viele, viele Bäume pflanzen und natürlich auch dafür sorgen, dass diese Bäume nicht verbrennen und nicht abgeholzt werden. Ein mehr technischer Ansatz, der auch Teil des vieler Szenarien ist, wird BECCS genannt. BECCS steht für Bioenergie mit Kohlenstoffspeicherung. Und wir verwenden Biologie, so wie wir auch jetzt schon tun, um Pflanzen zu pflanzen, die vielleicht schnell wachsen und das dann zu einem Stromkraftwerk zu transferieren und da dann das eben zu verbrennen und dann eben den Kohlenstoff einzufangen, der ausgestoßen wird und irgendwo zu lagern, tief im unterirdischen Reich. Das ist eine gute Idee und ich denke, es stimmt auch, weil je mehr Elektrizität wir produzieren, also wenn wir jetzt ein Auto fahren würden, das mit Strom aus BECCS betrieben wird, dann entfernen wir sogar CO2, wenn wir uns bewegen. Also, aber um wirklich einen Unterschied zu erreichen, müsste man viele, viele Bereiche von Landschaften erfordern. Also zum Beispiel das 1-2-fache von Indien. Hier kann man sehen, wie groß Indien im Vergleich zu Europa ist. Und es ist eindeutig, dass so viel zusätzlicher Nutzbedarf an Land nicht möglich ist. Es würde auch Konkurrenz sein zur Produktion von Essen und es ist nicht einfach, so große Mengen von Bioenergie zu produzieren, ohne andere Einschränkungen zu erfahren. Und es ja auch Nachhaltigkeitsprobleme. Ein anderes Problem ist, dass wir die ganze Biomasse zu den Kraftwerken transportieren müssen und dann müssen wir das Kohlendioxid, das wir eingefangen haben, zu den Lagerstätten transportieren müssen. Das würde bedeuten, dass man ein großes Netzwerk von Pipelines bauen müsste und wenige Leute wollen in ihrem Garten eine Kohlendioxid-Pipeline oder ein Kohlendioxid-Lager haben. In Deutschland gibt es schon in manchen Bundesländern schon Gesetze gegen solche CO2-Lagerstätten, weil die niemand haben will. Kohlendioxid-Entfernung wie BECCS, das greift den Hauptgrund von der Klimaänderung an, nämlich die Kohlendioxidemission. Es gibt noch andere Methoden, die gegen den Auswirkungen vorgehen. Da gibt es Sonnenstrahlungsmanagement und Aerosolinjektion in die Atmosphäre, um zu simulieren, was passiert, weil während eines Vulkanausbruchs das mehr Sonnenlicht zurückreflektiert wird, ohne die Erde zu erreichen. Das Problem mit einer Vulkaneruption ist, dass die Temperaturänderung nach einigen Jahren wieder weg ist. Wenn man also mit Flugzeugen Aerosole in die Stratosphäre einbringt, dann passiert das
für immer. Und eines der Hauptprobleme bei diesem Vorschlag ist, dass man zu einem, wenn man das aus irgendeinem Grund stoppen müsste, und die ganzen Effekte, die man bekämpft mit dieser Methode, würden dann wieder sich dazu addieren. Und das gäbe dann eine schnelle Temperatursprung nach oben anstatt eines langsamen Temperaturänderung. Anderes Problem ist, wer entscheidet über die optimale globale Temperatur? Es kann sein, dass manche nördlichen Länder gerne höhere Temperaturen hätten und manche Leute in niedrig liegenden Inseln wollten wahrscheinlich, dass der Temperaturanstieg sofort aufhört. Wenn man die Klimaverhandlungen anschaut heutzutage, dann ist es unwahrscheinlich, dass man da zu einer Einigung kommen könnte in kurzer Zeit. Eine andere Idee wurde 1988 in einem Comic diskutiert, und das ging darum, einfach Wasser einzufrieren, um den Meeresspiegel zu senken. Da wollte Dagobert Duck, Onkel Dagobert, von einem Vulkanausbruch profitieren, indem er eine starke Kühlwerke am Nord- und Südpol erzeugt, die eine Eisschicht erzeugt, damit man da Hotels bauen kann, dass man da profitieren kann. Die Geschichte ist nicht so gut ausgegangen, aber wirkliche Wissenschaftler haben in den letzten Jahren sich überlegt, was es bedeuten würde, Wasser zurück in die Antarktis zu pumpen, um dort wieder einfrieren zu lassen, und was das mit dem Meeresspiegel tun würde. Und es gibt auch eine Untersuchung, die das arktische Eis wiederherzustellen. Und beide Studien sind von Windenergie ausgegangen, um das zu bewirken. Und das ist in beiden Fällen ziemlich energieintensiv. Für Antarktis wären das 7-14% der globalen Energieproduktion. Das heißt also, alle diese Ansätze sind entweder sehr teuer oder potenziell gefährlich oder beides. Also was sollen wir tun mit diesem Geoengineering? Also wir sollten sie weiter erforschen. Wir sollten aber sehr vorsichtig sein. Wer schlägt die vor? Welcher Milliardär schlägt die vor? Und wie werden sie beworben? Und der Name kann auch anzeigen, was da geplant ist. Klima ist auch ein oft benannter Begriff. Und als Ingenieur finde ich da eigentlich dafür, weil Ingenieurswesen ist eigentlich eher langweilig und geht von gut verstandenen Sachen. Und Sonnenstrahlungsmanagement wurde gemacht, um andere Begriffe zu ersetzen. Aber es wollte an Reflexionen ersetzen. Und wir können keinen Prozess verwalten, den wir nicht komplett verstehen. Also sollte es lieber Albedo-Modifikation oder Hacking heißen. Ja, Cocktail Geoengineering ist ein ziemlich moderner Name, genauso wie Kohlenstoffdioxidentfernung ist auch ein ziemlich beschreibender Name. Negative Emissionen, na gut, Emissionen sind nicht immer nur negativ. Lass uns nochmal auf das Diagramm zurückschauen mit den Emissionen. Wenn wir wirklich, wirklich sicher sein wollen, dass wir unter 2 oder 1,5 Grad Erwärmung bleiben wollen, müssen wir die Emissionen viel, viel schneller zurücktreiben, weil wenn diese Technologien nicht funktionieren und wir Probleme haben, zum Beispiel mit der Umsetzung von BECCS, dann haben wir ein wirkliches Problem. Also, wir sollten wirklich, wirklich in Aktion kommen. Es ist wirklich Zeit, was zu tun. Aber was? Also in unserer eigenen Arbeit arbeiten wir viel mit Emissionsdaten und mit dem politischen Prozess dahinter. Und wir versuchen das so offen wie möglich, so zugänglich wie möglich zu machen, weil ohne offene Daten kann man nicht überprüfen, was andere Länder machen und was andere Länder machen. Und wir benutzen so Jupyter-Notebooks, um das so einfach und zugänglich und ansichtlich zu machen wie möglich. Das ist das EDGAR-Emissionsdatensatz, was uns CO2-Emissionen pro Abschnitt, also pro Bereich gibt. Hier kann man zum Beispiel sehen, also Bereiche, Gebäude, Transport und Energieerzeugung. Die Gebäude sehen scheinbar sogar ganz okay aus, da geht es sogar runter.
Transport wirkt nicht so, als würde es Fortschritt geben. Also wir brauchen wirklich mehr elektrische Autos und natürlich auch weniger Autos im Allgemeinen. Aber wenn man sich die Statistiken des letzten Monats anguckt, dann kann man sehen, dass es 300.000 neu registrierte Autos gibt in Deutschland, davon 50.000 SUVs, also Geländewagen, und nur ungefähr 3.000 Elektroautos. Also das ist definitiv, geht es in die falsche Richtung. Das ist eine politische Entscheidung, die da gemacht wurde. Also es war Deutschland, das verhindert hat, dass sich an die europäischen Regulierungen für Ausgaben, für Ausstoß für Autos gehalten wird. Wir könnten natürlich auch Windkraftanlagen und Solaranlagen viel, viel schneller verbreiten, als wir es wirklich jetzt tun. Das ist auch einfach nur eine politische Entscheidung. Hier sind Daten von der Smart-Plattform. Die zeigt Trends für Deutschland. Und es gibt ein paar Tage, an denen der ganze Energiebedarf von erneuerbaren Energien und Kernenergie erzeugt wird. Aber das könnten wir in diesen Tagen ändern, aber es ist ein Problem. Also an anderen Tagen brauchen wir mehr Kapazitäten und auch Speicherung. Und um solche eine vollkommen dezentralisiertes, intelligentes Leitungsnetz zu bauen, ist ein schwieriges Problem, schwierige Aufgabe, aber ich glaube, wir müssen das machen. Und bei diesem Kongress und bei früheren Versionen haben wir gute Vorträge gesehen, die diese Herausforderungen und Probleme beschreiben. Sven, hast du mehr? Selbst wenn wir 100% erneuerbare Energien haben, dann müssen wir über Effizienz nachdenken. Und ich glaube, das ist auch, wo Leute, die sich hier für Hardware und Software interessiert, wenn diese ICT-Technologien mehr verbreiteter und populärer werden, dann, also wenn man sich zum Beispiel Kryptowährungen anschaut, die haben eine eingebaute Ineffizienz, und dann muss man immer noch also an diesen dezentralen Systemen festhalten, muss, die eine faszinierende Technologie sind, aber muss andererseits auch man muss das auch zum Laufen bringen, ohne dass es einen Energiebedarf gibt, der zum Beispiel wie bei Bitcoin den Energieverbrauch von Dänemark erreicht. Ein anderes Beispiel, der mehr das System hacken ist dass der Westbewegung. Die Idee dabei ist, die Geldströme so zu ändern, dass Investoren überzeugt werden, nicht in Betriebe zu investieren, die energieintensiv, die kohlenstoffintensiv sind, sondern das Portfolio grüner zu machen. Das war zum Beispiel vor kurzem erfolgreich, wenn die norwegische Regierung überzeugt wurde, dass der norwegische Pensionskasse, der Rentenfonds, nicht mehr auf 90% Kohle und fossile Energien beruht. Und als Verbraucher sind wir mit unseren täglichen Entscheidungen auch gefragt. Es gibt aber keine einzige Lösung für die Klimapolitik. Also brauchen wir auch politische Entscheidungen, politische Regelungen, Vorschriften, die es helfen, dass wir grüner werden. Als letztes Beispiel, ich glaube, dass in demokratischen Ländern wie unserem sind wir als Bürger fast verpflichtet zu protestieren, wenn wir glauben, dass Dinge schief laufen. Und als letztes Beispiel ist das Ende Gelände Bewegung, wo Leute also Braunkohleabbau blockieren, obwohl wir behaupten, dass wir schon sehr erneuerbare Energieproduktion haben. Um das zusammenzufassen, mach was, tu was. Wir wissen nicht alles über Klimaveränderungen, wir wissen genug, um zu handeln. Vielen Dank. Thank you, Katja. Vielen Dank, Katja, Akasai und Sven. Please,
Thank you for enlightening us about climate change and climate system and the ways to hack it. We have time for certain questions. Danke. So if you would approach, es ist jetzt Zeit für Fragen über, wenn ihr bitte zum Mikrofon kommt. Mikrofon 6, bitte. Hallo, ich habe eine Frage. Habt ihr Berechnungen gemacht, was die wirklichen Emissionen von einem Elektroauto in Deutschland sind? Weil es gibt andere Länder in Europa, wo ein Elektroauto ein Powered Car, also ein angetriebenes Auto genannt wird und wo das Auto eine größere Emission hat als normale Autos. Wir arbeiten da nicht dran, aber das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da einverstanden, dass es, also es gibt zum Beispiel electricitymap.org, das zeigt die Emissionen eines Landes. Das Auto wieder aufladen, wenn es von erneuerbaren Energien aufgeladen wird. Andere Frage, Mikrofon 2. Danke. Es gab eine Aussage, dass 0,8 Watt pro Quadratmeter in die Atmosphäre aufheizen. Könnt ihr das ein bisschen zusammenfassen? Also wenn man sich die ganze Erde anguckt, dann scheint die Sonne ja immer nur auf eine Seite. Wenn man das jetzt quasi in Account also mit einbezieht, dann macht es nicht so viel aus. Aber was ist das für ein Wert? Ist das der durchschnittliche Jahresgehalt oder was? Das ist ein Jahresdurchschnitt natürlich. Wir haben ungefähr 350 Watt pro Quadratmeter, die von der Sonne reinkommen. Du kannst das damit in die Beziehung setzen. Das meiste geht sofort wieder zurück von der thermischen Emission der Erde. Idealerweise hat man ein Gleichgewicht. Das ist nur ein Gleichgewicht über ein Jahr. Das Gleichgewicht über einen Tag gibt es nicht. Und auch über Gebiete hat man das nicht, also über die Polarnacht wird sehr viel abgestrahlt und es wird sehr viel Energie eingestrahlt am Äquator. Das ist also auch nur ein Durchschnittswert. Diese Dame, bitte. Ja, danke für euren Vortrag. Ich vermute mal, dass die Erde auch ihre eigenen Temperaturzyklen hat, so wie wir natürlich auch Eiszeiten hatten und natürliche Klimawandeleffekte haben. Wisst ihr, wie viel von dieser normalen von dieser Klimawandel tatsächlich von Menschen verursacht wird? Wir haben Zahlen für das, ja. Es gibt einen Parameter, der nicht von Menschen beeinflusst wird. Das ist die Intensität der Sonnenstrahlung und die Sonne ist ein bisschen heller geworden. Wenn du an die Komponenten, also die Bestandteile anschaust, die Klimaänderung bedingen. Dann gibt es einen IPCC-Bericht. Es gibt ein paar Prozent, die von der Sonneneinstrahlung bewirkt werden, aber das meiste wird von Treibhausgasen bewirkt. Es gibt auch Landnutzung, einen Einfluss von Landnutzung. Wenn man Wälder mit Äckern ersetzt, dann wird es etwas kälter, aber zur gleichen Zeit wird von diesen Ackergebieten die ganzen Treibhausgase wieder emittiert. Das ist der Haupteffekt, darüber können wir später reden. Ich möchte daran erinnern, dass man auch über den Fahrplan Rückmeldung geben kann und ich würde natürlich sehr, sehr gerne hier noch weitere Fragen erlauben, aber wir sind leider haben keine Zeit mehr, deshalb. Ich denke, es ist eine sehr einfache Frage, theoretisch zumindest, in der Ironie zumindest. Vor einer Minute haben wir über Equilibrien gesprochen, aber was definitiv kein Equilibrium ist, ist eine exponentiell wachsende Wirtschaft. Also meine Frage ist, denkt ihr, dass das Klimaproblem von durch die exponentiell wachsende Wirtschaft überhaupt da gelöst werden kann oder geht es gar nicht? Ja. Das reduziert sich auf die Frage, ob es grünes Wachstum gibt. Persönlich glaube ich, dass es nicht möglich ist, mit dem Wachstum, das wir zurzeit erleben und das wir erlebt haben und das wir immer noch erleben, um mit diesem Wachstum zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft zu kommen. Ich glaube,
dass die meisten Leute, die sehr optimistisch sind über technologische Lösungen, wir können unseren Lebensstandard behalten und wir können unsere Lebensart so und unsere Wirtschaft so organisieren, dass wir null Emissionen haben. Aber persönlich bin ich nicht so optimistisch, sondern bei Diskussionen über eine flache Ökonomie oder eine schrumpfende Ökonomie, das ist nicht so verbreitet in Klimaforschung. Nächste Frage. Ja, hi. Ihr habt uns jetzt über all die ganzen Möglichkeiten erzählt, den Klimawandel zu reduzieren und welche Vorteile und Nachteile die haben. Und dann habt ihr noch mal kurz über die Wirtschaft drüber geschweift. Und was sind die Nachteile da? Könnt ihr das kommentieren? Also Landwirtschaft scheint der einzige fehlende Faktor zu sein hier in dieser Diagramm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Kosten gibt, damit aufzuhören, Tiere zu züchten. Selbstverständlich nicht jede Lösung müsste mit Kosten kommen. Aber das läuft darauf hinaus auf eine gesellschaftliche Diskussion, wie wir Tiere behandeln wollen und welchen Lebensstandard und welche Essgewohnheiten wir haben möchten und wie sehr wir das schätzen gegenüber Klimaveränderung. Reicht das aus? Letzte Frage, Mikrofon 2. Meine Frage ist über das Klimamodell. Also die wenigste verrückte Skeptik, die ich gehört habe, war von einem Physiker, dass der bezweifelte, der Effekt von erhöhtem Kohlenstoff in der Atmosphäre, dass das Pflanzenwachstum ausreichend modelliert ist und dass mehr Kohlenstoff einen größeren Pflanzenwachstum bedeuten würde und dann eben auch ein Rückkopplungsmechanismus entstehen würde, der dazu führen würde, dass Kohlenstoff zurückgeht. Ja, das ist richtig. Das ist eine der Rückkopplungsschleifen und sie wird modelliert. Es gibt Papiere, die dieses Pflanzenwachstum messen in einem Gewächshaus und misst, wie schnell Pflanzen wachsen im Gewächshaus. Und der fehlende Teil von den 97%, die in die Ozeane gehen, wird wahrscheinlich von der Biosphäre ausgenommen, da sind wir nicht sicher. Das ist im Modell enthalten, aber die Frage ist, wie gut es enthalten ist. Es gibt Unsicherheiten und Unbekannte, die einen Fehlerbereich erzeugen. Und man setzt also die oberen Grenzen ein, die unteren Grenzen ein und sieht und schaut, was da passiert. Aber wir arbeiten dran. Es reicht nicht, um das Problem zu beheben. Es gibt später noch einen Vortrag darüber. Ja, danke. Gebt einen großen Applaus zu diesen tollen Wissenschaftlern.